Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich des neuen Nuked-Events dieses Jahr. Das soll stattfinden am 19.07.2014. Da könnt ihr auch selber lesen. 13:30 Treffen. 14 Uhr ist dann Start mit Livestream. Weitere Infos auf logsurf.de. Und Lox möchte auch noch ein paar Dinge sagen. Da würde ich sagen, ich übergebe das Wort. Und Lox darf ja, jetzt. Er hat mir das Wort übergeben. Moment, entsorgen. So, ich habe das Wort entsorgt. Also, wir machen jetzt die vierte Runde. Uns fehlen ja noch zwei, um die erste Staffel abzuschließen. Das heißt, jetzt kommt die vierte Runde und danach das Finale mit den Siegern aus den ersten vier Runden natürlich. Dazu müssen wir noch die vierte Runde absolvieren. Und das läuft genauso wie letztes Mal, außer wir haben etwas verändert. Gehen wir mal hier zu diesem wunderschönen Regelboard. Und zwar wird jetzt nicht mehr nach Aussehen bewertet, sondern haben wir den einen Punkt rausgenommen und zwei Punkte dazugenommen im Grunde. Also haben wir jetzt vier. Das erste mit den Gegenständen ist gleich geblieben, sind die Gegenstände platziert. Die Funktionalität ist auch noch ganz normal. Und dann geht es weiter mit quadratisch praktisch gut, riesig oder schön kompakt. Also ist die Anlage riesengroß oder schön klein. Und umständlich oder leicht zu handhaben, na gut, je nachdem, wie man es bedienen kann. Ob man jetzt erst 15 Blöcke wegkloppen muss, um an den speziellen Schalter ranzukommen oder nicht. Das sind die 9 Punkte, ansonsten ist alles gleich, Punkte werden addiert, dann Schlussverfahren sind 3 Runden. Wir haben dort unten sogar schon in den Chests die Gegenstände vorbereitet, also ihr dürft gespannt sein, wir haben uns da was ausgedacht. Es wird wahrscheinlich ein bisschen knifflig, um es mal so zu sagen. Ansonsten, die Map ist gleich, wir haben nur noch ein bisschen am Luftschiff rumgebastelt, was glaube ich nicht so toll aussieht, aber meine Güte. Könnt ab jetzt auf dem Nuked-Server und euch alles angucken. Ich werde hier die Eingangshallen-Dinge offen lassen, der Server wird auch an sein. Dann funktioniert das wieder immer so, also wir treffen uns um 13:30 hier auf dem Server. Und fangen dann um 2 Uhr an, wie immer hier dieses Auswahlverfahren. Wenn wir mitspielen wollen, stellen sich in die Löcher rein und dann fallen nur 4 Stück durch und die dürfen dann mitspielen. Die restlichen Zuschauer, oder wenn ihr euch jetzt den Server angucken wollt, geht hier einfach zu den Zuschauertribünen hier hinten durch. Doing. Und dort könnt ihr euch dann Map von außen, oben, seitlich, von überall aus angucken. Das sieht dann praktisch so aus, für jeden, der die Map noch nicht kennt. Solltet ihr wieder zur Eingangshalle zurück wollen, könnt ihr hier diesen wunderschönen Aufzug nehmen, zurück zum Spawn. Dort kommt ihr dann wieder in die Eingangshalle und könnt auch wieder ins Luftschiff. Und ansonsten stehen euch hier die Zuschauertribünen zur Verfügung, um einmal rundzulaufen. Ich weiß nicht, ihr könnt ein bisschen joggen oder so, ich weiß nicht. Ansonsten die Regeln wie gehabt. 4 Spieler mit den 4 Farben und den Plattformen. Kriegt Gegenstände vorgegeben, die ihr irgendwie verbauen müsst, dann wird bewertet und dann erwartet den Verlierer, also den mit der niedrigsten Punktzahl, hier unsere wunderschöne, wie wollen wir sie eigentlich nennen, Bertha? Die dicke Bertha? So dick ist sie ja gar nicht. Die dicke Bertha. Die dicke Bertha, ja, jedenfalls unsere, ja, unsere kleine Sprengfalle. Das wird dann alles von hier ausgelöst. Könnt ihr natürlich auch von dort oben zugucken. Wir haben hier für den Fall, dass ihr verstrahlt werdet, auch Milch vorbereitet in der Chest. Und ja, so geht das dann weiter. Runde für Runde. Wir haben auch hier unser Display mit der Zeit. Schön, jeder, die Kiste ist leer. Entschuldigung. Echt? Ist ja. Sie doch leer? Verdammt. Jeder Spieler hat 30 Minuten Zeit. Ich starte jetzt einfach mal die Runde. Dort ertönt dann ein wunderschönes Signal. Nein, nicht die Glocken, sondern genau das. Und dann laufen 30 Minuten und die ihr dann Zeit habt. Maschinen haben wir hoffentlich alle da. Denke ich mal, die ihr brauchen könntet. Ressourcen sind auch ganz viele da. Und ich denke, das war's eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Wie es funktioniert, so, so, so. Dann gehen wir doch noch mal ganz kurz. Ich zeige euch noch mal kurz hier den Spawn. Wenn ihr dann auf den Server kommt zum ersten Mal oder so, dann landet ihr praktisch hier auf dieser wunderschönen Plattform, werdet dann in die Eingangshalle geportet und könnt euch dann frei bewegen. Jo, also noch mal zur Erinnerung, Samstag, den 19.07.2014, das ist dieses Jahr, 13:30 Uhr treffen. Und 14 Uhr
wird der Livestream gestartet. Der TeamSpeak-Server ist die gleiche IP wie der Nuke-Server mit dem ganz normalen Standardport. Entweder www, ne Quatsch, nicht www. Oh, ohne www. Einfach nur logsurf.de werden wir alles nochmal einblenden. Die alternative IP, falls das Logsurf nicht funktioniert, werden wir natürlich auch noch einblenden. Der Port vom Server ist 25567, wenn ich mich nicht irre. Und ihr braucht, ganz wichtig, das Direwolf 20 Pack für die Version 1.4.7. Sonst kommt ihr hier nicht drauf. Das ist ein relativ altes Pack, aber das ist noch im Feed Beast Launcher erhältlich. Für 0 Euro und 0 Cent könnt ihr euch das dort runterladen und dann hier direkt auf den Server joinen. Ja. Jetzt drehen bei mir hier die Glocken ab. Ist doch schön. So wie es gehört. Noch eine Kleinigkeit, warum 1.4.7? Wir haben gedacht, wir beenden jetzt noch die letzte Staffel mit der alten Version, damit sozusagen Chancengleichheit herrscht, weil dann können wir es besser vergleichen, weil die ersten drei Folgen wurden ja mit 1.4.7 gemacht, sprich die letzten machen wir auch noch mit 1.4.7 und danach wollen wir die Map rundum erneuern und auf 1.6.4 bringen, nur so als Nebeninformation. Genau, also wir wollen Nuke nicht einstampfen, sondern wir wollen es weiterentwickeln, denn es gibt viel mehr Mods, viel mehr aktuelle Sachen in den Mods, die wir eh schon haben. Zum Beispiel statt Red Power gibt es jetzt, wie hieß es? Project Red. Project Red, genau, ich habe es schon wieder vergessen. Da kann man auch ganz viele tolle Sachen mitmachen. Also ihr dürft gespannt sein, sobald wir diese Staffel abgeschlossen haben, werden wir uns an den Bau einer neuen, alten, wissen wir noch nicht, Nuke-Map setzen und dann Staffel 2 starten. Richtig. Gut, das war's, genau. Glaube ich, auch schon von hier. Ja. Falls noch eventuelle Fragen bestehen, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Wir werden das großzügigst beantworten. Und wir freuen uns dann auf euch am Samstag, den 19.07.2014 um 13.30 Uhr bei uns auf dem TS, logsurf.de. Genau. Bis dann. Alles nochmal nachzulesen auf www.logsurf.de auf meinem Blog. So. Da auch. Okay. Bis am Samstag. Tschüss. Ciao.